Bootchecker, Freunde, Systemvideo vom neuen Passat 2024. Ich gebe mal schön ein paar Daten durch. Hi. Android Auto, Apple CarPlay über Wireless, nicht Kabel, ist serienmäßig mit dabei. Klimaanlage oder Klimaautomatik, 1-Zonen-Serie, 3-Zonen ab Business. Induktives Laden hier unten mit einem großen Handy, passt gut rein, S21, auch ab Business. Wir haben Serien 12,9 Zoll Display. Wir haben jetzt hier das Navi-Paket Discover Pro Max mit dabei für 1185 Euro. Da ist dann hier das große 38 cm 35 Zoll mit dabei, was ich schon cool finde. Leicht zum Fahrer her geneigt. Da ist dann auch der Sprachassistent, man sieht es hier, IDR mit dabei. Und Head-Up-Display ist auch mit dabei. Also 1185 Euro. Das digitale Cockpit links kommen wir noch dazu, mehrfarbig, auch Serie. DAP Plus, auch Serie. Vorne zwei USB Typ C Serie. Hinten Typ C, zwei Stück ab Business mit dabei. So mal die Grunddaten vom Fahrzeug. Slider, endlich beleuchtet. Yay, cool. Und sie sind natürlich beim Lenkrad auch weg von den Slidern, wieder zurück zu Knöpfen. Sehr gut. Kommen wir zum Display. Schnell. Muss man wirklich sagen, läuft wirklich schnell. Und da schiebt man gleich mal eins hoch, dass wir hier nicht hier die ganze Zeit die Telefonnummern von meinen Freunden sehen. Fangen wir hier in der Grundmaske an. Wir können hier Temperatur schieben, können aber auch tippen und können aber auch das per Sprachmodus machen, ja? Und oder hier dann drüber gehen. Das geht auch. Also wir haben da wirklich viele Möglichkeiten. Funktioniert auch gut, muss ich sagen. Laut leiser. Doppelklick ist komplett leise. Und ich kann auch hier Doppelklick machen, dann geht die Sitzheizung automatisch an. Mache ich nochmal Doppelklick, geht es eine runter, nochmal Doppelklick, geht es nochmal eins runter, okay? So kann ich das auch machen oder mache es per Sprachmodus. Ne? Das sind so kurz geschnitten so ein paar Featureschen. Wir haben hier unten unsere Schnellwahlpunkte. Ich mache mal die Klima. Gehen wir mal drauf. Zack, kurz aus. So, hier unten, also Klima off, kann ich ausschalten. Hier Auto, AC an, aus. Sitz. Klimatisierung haben wir mit dabei in dem Fall. Hier das Sitz selber nochmal zum Einstellen. Ja. Max heizen, trocknen, Max belüften. Finde ich cool. Und dann haben wir hier die Sitzheizung natürlich mit dabei. Und hier die Sitzlüftung. Okay, wenn wir jetzt schon dabei sind. Oder wir machen es hier als Beifahrer, geht es natürlich auch. Und das ist schon ganz cool. Dann habe ich hier, gehen wir gleich weiter, wenn wir, na gut, jetzt sind wir schon bei den Sitzen. Massage mit dabei. Ab der Business-Variante haben wir Massagesitze, das ist schon cool. Kann ich hier eingeben, Rückenaktivierung, Lenden, Schulter, Kreisen, Streichen, was weiß ich. Aktivierung, Entspannung und so weiter. Oh, es geht schon los. Man hört es und man spürt es. 25 Minuten, finde ich cool, dass wir die Zeit anstellen können. Intensität, ne? Oder stoppen und das Ganze auf den Beifahrer. Wenn der schläft, mach es an. Oh, das wird ihm oder ihr sehr gut gefallen. Unten links ein Setup-Rädchen, Einstellung, Sitzklimatisierung. Hier kann ich das dann auch nochmal hier rüber machen. Die Intensität, dann wird es immer roter, finde ich auch gut. Mit der Sitzlüftung auch. Ist schon grafisch cool gemacht. Also wieder Beifahrerseite. Und hier gehe ich wieder zurück. Komforteinstieg, dass mein Sitz zurückfährt beim Auto aufmachen. Und Komforteinstieg Beifahrer. Kann ich hier ein- und ausschalten, ob er vor- oder zurückfahren soll, je nachdem, wie groß ich bin. Ja? Und hier gehen wir wieder auf die Massage. Ja, relativ überschaubar. Ich habe es aber auch den Knopf hier am Sitz, jeweils links oder rechts. Sitzposition kann ich synchronisieren, wenn ich möchte, drücke ich ja drauf, kann ich den Beifahrersitz mit einstellen. Auch cool, da muss ich mich nicht da hinten durchquetschen. Ne? Coole Geschichte. Das mal kurz zu dem Thema Sitzen. Gehen wir zur Klimaanlage, schalten wir sie ein. Finde es natürlich optisch cool gemacht. Ne? Machen wir ein bisschen kühler jetzt. Dann geht das Ganze nämlich auch nachher runter Richtung Blau. Rot ist es dann warm. Ist schon nett gemacht. Und dann natürlich überall, wo ich es brauche, da zeigt es mir dann auch an. Ich kann synchronisieren, AC Max, das Ganze manuell stärker machen, schwächer oder über Auto, Smart, ne? Freie Sicht, Füße kühlen, Füße wärmen, frische Luft, Hände wärmen, schnell kühlen, alles auch per IDA möglich. Guckt euch das Sprachvideo an. Rear, da kann ich das ganze Thema natürlich auch machen, ne? Desto weiter ich es runter mache, dann wird es blau. So, ne? Gehe ich wieder zurück, bin ich wieder an der Front. Lenkradheizung mit dabei, geht auch per Sprachmodus oder hier 1, 2, 3 oder aus, ne? Geht dann auch hier am Lenkrad, da habe ich am Lenkrad einen extra Knopf, kann es aber auch hier machen.
Hier haben wir dann Umluft automatisch, Zuheizer automatisch, Lenkradheizung Stufe 1, Sitzheizung, das ist jetzt alles aus. Gehen wir wieder zurück. Schön. Machen wir mal wieder aus, dass wir was hören. Momentan gehen die Temperaturen noch. Wirklich gut gemacht. Und genau das Cockpit getroffen. Perfekt. Dann gehen wir wieder hier auf die Home-Taste. So, genau. Navi, gehe ich aufs Navi drauf. Ist es groß. Kann hier nochmal 3D und so alles einstellen, Nordweißen, 3D. Hier ein Schnellweilreiter fürs Tanken. Wie schnell fahre ich? Schilderkennung automatisch. Hier habe ich Zahnrädle für Navi. Navi-Ansage ein. Und wenn dann, aktiv ausführlich bei Anruf an, Lautstärke, bei Ansage Infotainment, ne, kennt man ja alles, zurück. Ansage wiederholen, Farbschema automatisch, Zielführung Route, Verkehrsstörung umfahren. Nachfragen erstmal, Tankwarnung, Länderinformationen, Hinweisschilder und so weiter. Ne? Routenoptionen, ne? Autobahn meiden, Mautstraße meiden, Fähren etc. meiden, zeitliche, saisonal beschränkte Straßen meiden, Vignettenpflicht meiden, außer Bulgarien, Schweiz, Tschechien, was es alles gibt. Ne? Und eins zurück. Genau, dann sind wir da. Dann haben wir das. Hier wieder zurück. Grundfunktion, ja? Nutzungsverhalten lernen. Ja. Bevorzugte Zielkategorien, kann ich hier eingeben, POI, sage ich, Point of Interest, was will ich, Tankstelle, ja, Ladestation brauchen wir nicht, Rastplatz, VW-Händler oder Werkstatt oder was weiß denn ich, ja, was es so als Hotels etc., was es so alles gibt. Dann kann man bevorzugt oder alphabetisch machen. Ja, das ist hier drin, Demo-Modus und Nutzungsverhältnis löschen, okay, gehen wir wieder zurück, Zielführung, Route, ja, waren wir schon, Hinweisschilder, Länderinformation, Grenzübergang, genau, perfekt. Dann sind wir hier eigentlich durch. Drücken wir wieder weg oder gehen hier auf Kontakte. Da ja, haben wir hier eine Adresse gehabt. Hier wieder die Karte, hier zum Suchen. Ja, da habe ich das letzte Mal meine Firma eingegeben. Was haben wir so? Favoriten, ja, nichts zu Hause, Arbeit festgelegt, kann ich festlegen. Vorschläge, das sind die hier, brauchen wir nicht. Gehen wir zurück auf die Karte. Hier haben wir rechts unsere Agenda, die kann ich aber auch herschieben. Oder klein machen. Genau, drücke ich wieder auf Home-Taste, ist das Navi klein. Und dann habe ich hier meine IDA, die muss ich jetzt noch irgendwie noch installieren und einrichten. Machen wir jetzt nicht. Kann aber, wenn ich möchte, lang draufbleiben und kann mir das individuell zusammenstellen. Nochmal eine Seite mehr, hier eine Seite mehr. Karte, Telefon, Klimatisierung, Hilfe. Was will ich denn da haben? Also das sind die Dinger, was wir anpassen können. Seite löschen, fertig. Ja. Und hier drüben kann ich das Gleiche machen. Das ist jetzt mein Telefon natürlich gekoppelt. Verbrauch. Hier wieder Radio kann das, aber individuell. Hier habe ich jetzt noch die Reifen mit dabei, das Service mit dabei. Ja, kann ich das einstellen. Funktioniert wirklich toll, schnell, haptisch, gut. Hier oben habe ich zwei Punkte, das heißt, ich habe zwei Seiten. Uhrzeit, Verbindung, Service, Termin, bla bla bla. Okay, löschen, gut. Dann hier induktives Laden, wird geladen. Außentemperaturanzeige, direkt Navi, direkt Fahrmodi-Schalter. Oder Knopf mit Öko, Komfort, Sport. Ja, die sind serienmäßig mit dabei. Assistenzsysteme direkt. Sieht mega aus. Entweder so oder so. Erkläre ich jetzt nicht nochmal, weil ich habe ein extra Video gemacht. Okay, schaut euch das an. Genau, und dann haben wir den Park Assist. Dann haben wir 360 Grad Kamera. Habe ich auch ein Video gemacht. Schaut es euch an. Park Assist funktioniert gerade nicht. Trailer Assist natürlich auch nicht. Habe ich alles erklärt. Ein extra Video. Start, Stopp, aus. Gehe auf die Home-Taste. Kann hier nochmal runterziehen. Hier. Und dann kann ich, hier habe ich auch so eine Schnellwahltaste mit Displayhelligkeit, hell, dunkel. Kann ich hier Audio, Klang, letzte Ziele, Verkehrsfunk nochmal geschwind so anwählen. Meine Schnellwahltasten sozusagen zum Runterziehen. Kann ich aber, meine ich, mit Plus hier dann auch nochmal belegen. Oh, Ambientebeleuchtung finde ich cool. Mache ich es dazu. Fertig. Dann habe ich die mit dabei, kann ich da schnell drauf. Muss nicht extra ins Menü reinwurschteln. Oder ich mache es per Sprachmodi. Ja? Oder Modus, ja. Ja, Sprachmodi-Schalter oder über den Sprachmodus. Ja? Das ist unsere deutsche Sprache, ne? Ja, Auto. Da haben wir hier die Schnellwahltasten fürs Auto. Start, Stopp, Innenraumüberwachung, Position, Head-Up-Display. Kann man dann hier drauf gehen, direkt, und kann ich mir hier mein Head-Up-Display einstellen. Finde ich auch cool. Und Info. Ne, gibt es keine. Ah doch, was sagt er mir gerade alles? Ja, vom Status her vom Fahrzeug. Gehe ich wieder zurück. Kann ich hier schon in, das machen wir jetzt aber nachher. Gehen wir es noch einmal durch. Gehen wir zurück zu unserem Auto. Das sind diese Schnellpositionen, ja. Und gehe ich hier drauf, habe ich mein Grundmenü von meinen kompletten Einstellungen, ne? Was es so alles gibt, ja.
gehen wir hier wieder auf die Home-Taste. Zack, da haben wir das hier wieder. Also sind wir mal mit dem Grundbild mal fertig. Klima ist jetzt aus. Also hier rechts haben wir noch Max und Real Max, ne? Alles klar. So, dann gehen wir mal auf diese vier Punkte. Telefonkoppeln ist klar. Radio, Medien, Musik kann ich dazu nehmen. DAB Plus haben wir gesagt, kann ich hier als Favoriten setzen. Gruppe oder alphabetisch oder DAB oder was wollen wir, ja? Lokal, Medien, Bluetooth, Android Audio, Webradio. Gehen wir wieder zurück. Okay, das doppelt funktioniert nicht. Okay, zurücknehmen. Ja, Medien, Setup, Radio kann ich nochmal einstellen. Verkehrsfunk DB ein, ja oder nein. Pfeiltaste, Position, ja. Radiotext, Senderlogos, ja, alles relativ einfach, ne? Logos der Region für Senderlogos, Wechsel zu ähnlichen Sendern, DAB, Nachrichtengalerie anzeigen, Online-Qualität hoch, ja. Das sind diese Einstellungen hier, Medien, das Gleiche, ne? So, dann können wir hier das praktisch auswählen, was haben wir. So, Favoriten gibt es auch welche, okay. Ne, geht nicht. Also Doppelklick geht hier bloß mit der Klima, okay. Machen wir das so. Gehen wir wieder zurück auf unseren Tasten hier. Navi, waren wir schon, Fahrzeug. So, zeigt er uns grafisch gut an. Wir haben die Elegance-Variante. Fangen wir links an, innen. Head-Up-Display hier nochmal. Kann ich alles einstellen, Position, Helligkeit, Schema. Inhalte, was soll es mir im Navi alles anzeigen? War wir gerade schon. Oder nicht, aber nicht nur mit der Achse. Hier kann ich nochmal einstellen, was soll er mir alles anzeigen im Head-Up-Display, Helligkeit, Position verändern. Da waren wir gerade eben. Ne? Genau, gehen wir wieder zurück. So, Cockpit, Farbdaten ab Start zurücksetzen. Das machen wir jetzt nicht. Das haben wir, weil wir noch ein Reichweitenvideo, was ich verbrauche. Innenlicht, hell-dunkel Design. Ja, kann man noch alles ändern. Lassen wir so. Gehen wir wieder eins zurück. Sitze, Fahrersitz, Komforteinstieg kann ich hier auch nochmal extra einstellen. Dann gehen wir über auf Außen, Komfortlicht, ja, Dauerverabschiedungslicht, das machen wir mal ganz wenig. Dauerbegrüßung machen wir mal auch wenig. Ah, jetzt habe ich hier noch die Rückleuchtenanimationen, 1, 2 oder 3. Kann ich verschiedene Animationen, schaut euch das Lichtvideo an. Da habe ich ein Video gemacht, da könnt ihr euch das nochmal anschauen, wie das leuchtet, ja, bei Nacht. So, gehen wir eins zurück. Reifen, ne, beladen, Standard, Wanne, Warnschwelle etc. Geschwindigkeitswarnung, ja. Aus, ein, ist jetzt, wird jetzt Pflicht zum 1.7. Ne, ohne Kilometer drüber, dass es piepst. Ich muss dann aktiv immer ausschalten. Katastrophe. Kauft euch ein älteres Auto und habt ihr das Problem nicht. Spiegel, ja, Absenkung bei rückwärts, einklappen beim Verriegeln, synchron verstellen. Ne, das wollen wir nicht. Gut. Ja, Spiegel, halt, waren wir ja. Sorry, Fahrlicht. So, Dynamic Light Assist haben wir serienmäßig mit dabei. Guckt euch das Video an. Ich hab ein LED-Matrix-Video gemacht. Dynamisches Kurvenlicht ein, Einschaltzeit, Mittel. Machen wir früh. Ja, nee, Mittel ist von der Helligkeit her. Machen wir Mittel. Automatische Fernlicht bei Regen. Ja, von mir aus Komfortblinker. Ja, Reisemodus, Rechtsverkehr. Ja, das ist Licht. Gehen wir eins weiter. Bremsen. Aktiv, Wegrollsicherung, immer nachfragen, wenn N eingelegt ist, jetzt deaktiviert, Auto holt ist Serie. Ja, gehen wir eins zurück. Open Easy, das heißt mit Sensor für den Fußraum hinten, für den Kofferraum, das funktioniert super. Schaut euch dann das Hauptvideo an, wie ich das alles teste. Gehen wir noch eins weiter, öffnen, schließen, ne? Komfortschließung, Keyless, aktiv. Beim Fahrzeugverriegeln, beim Weggehen, Fahrzeug beim Ernähren, beim Nähern geht das Fahrzeug auf, Warnton beim Verriegeln, fehlgeschlagen zum Beispiel, falls Sie weglaufen, ich denke, es geht zu, dann piepst, dann sagt, Achtung, Stopp, ich gehe nicht zu, Easy Open, Innenraumüberwachung, ja, das sind die Teile, Fenster, ja, alle Fenster, Komfort öffnen oder nur Fahrerseite oder aus, wenn mit der Fernbedienung oder auf die Türe lang drauf drücken, dann geht es auch. Nochmal ein, zwei darüber, Serviceposition, Scheibenwischer, fertig. Ja, dann haben wir den Fahrt- und Status, haben wir hier nochmal, den hatten wir vorher schon. Gehen wir wieder zurück auf unser Fahrzeug. So, Android Audio, ja, parken, schaut euch die Videos an, Assistenzsysteme auch, Setup habe ich hier alles mit Bildschirm, ja, Ton für Rücksitzhinweis, Freigabe, Ton für Sicherheitspause, Screenshot, Infotainment-System, Ton für andere Bedienflächen, also es piepst so ein bisschen, das macht diesen Knopfdruck, ne, düt. Zeit, Datum, Sprache, Zusätze, Tastatur, Einheiten, Sprachassistent, ja, kabelloses Laden von mobile
für mobile Geräte, also sprich das induktive Laden, Werkseinstellung, nö, wollen wir nicht, Netzwerk, ne, WLAN, mobile Geräte, Datenverbindung, Info, Konfigurator, ne, das starten wir jetzt nicht. Gehen wir wieder eins zurück. Dann haben wir Setup. Hier waren wir auch schon, kennen wir auch schon, gehen wir wieder zurück. Ambiente Beleuchtung, cool gemacht. Schaut euch das Video an, bei Nacht, wie schön das aussieht. Sitze waren wir schon, gehen wir zu Klang. Ja, habe ich eingestellt, eine geile Anlage, klingt richtig cool. Hier kann ich alles nullen oder das persönlich einstellen. Den Fokus, ne, wo soll die Musik praktisch am meisten Wiedergabe geben. Hier zentriere ich es mittig, fertig. Setup, hier nochmal Touchscreen-Ton, System, mache ich das aus. So, dann ist jetzt leise. Ton für andere Bedienflächen, Freigabe für Sicherheitspausen. Lassen wir mal an, dass ich auch mitbekomme, wenn was ist, Lautstärken. Kann ich dann hier noch einstellen, ne? Anpassung bei der Geschwindigkeit, maximale Einschaltlautstärke und so weiter. Navi-Anzeige, Sprachassist. Genau, gehen wir da hin. Dann gehen wir eine Seite rüber. Nutzer, IDR, Klimatisierung waren wir schon. Das war das hier. So, ja, und dann sind wir da schon mit dieser Seite hier durch. Ich finde es schon wirklich gut gemacht, ja. Hier unten haben wir noch Start-Stopp, elektronische Handbremse. Genau, jetzt machen wir kurz Pause. Dann gehen wir noch über auf das kleinere Display hier. Von der Fahrerseite, das digitale Cockpit. Bis gleich. Kommen wir zum Lenkrad. Wie gesagt, leicht abgeflacht. Pedals in Serie. Zum Runterschalten. Wir haben in dem Fall 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe serienmäßig mit dabei bei dieser Ausstattungsvariante. Schalter gibt es gar keinen mehr. Kein Platz dafür. Weg vom Slider, zurück zu Knöpfen, finde ich gut. Rechts haben wir das Thema Einstellungen. Wie zu sagen, Musiksenderblättern oder Titelblättern, Lenkradheizung. Verstellung vom Display, Sprachmodi-Schalter, View-Veränderung, also Sichtweise. Und links Assistenzsysteme, guckt euch das Video dazu an, wie man das einstellt und laut leise. Wir haben hier Schalthebel, finde ich gut gelöst. P-Knopf, Drive und S-Knopf. Links Scheibenwischer mit Drücken zum Wischen, nach vorne drücken, um den Lichtassistent einzuschalten, Fernlichtassistent. Hier oben drehe ich für Rear und hier unten Flow und Licht, natürlich Regensensor haben wir serienmäßig mit dabei. Hier unten noch links die Lichtautomatik, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel, Absenkung extra, aber elektrisch einsperrbar, beheizbar, ist mit dabei. Und das digitale Cockpit, mehrfarbig, ist auch mit dabei. Habe ich jetzt eigentlich eingeschalten? Ja, habe ich eingeschalten. Und mit View können wir hier zum Beispiel, wir haben nur die zwei Möglichkeiten hier. Ich kann es aber mit dem Fahrmodi-Schalter, gucke ich gerade mal, ob ich das optisch verändern kann. Nein, also es bleibt hier immer gleich, so oder so. Reicht aber völlig aus, ist jetzt auch kein Rennwagen, ja. Und hier kann ich dann praktisch mit rechts die rechte Seite verändern. Was soll es mir denn anzeigen? Zum Beispiel Betriebstemperatur, AdBlue, Gesamtstrecke, Fahrstrecke, Fahrzeit, Verbrauch und so weiter. Oder Einstellungen, dann drücke ich OK. Dann ist mit drin Verbrauch, Strecke, Durchschnitt, Gesamtstrecke, Reichweite, Blue. Und oder kann ich die Dinger praktisch rauslöschen, ja. Was ist, wenn im Display hier rechts nichts anzeigen soll? So, und ansonsten drücke ich wieder nach rechts, gehe ich zurück, kann ich auch runtergehen, keine Anzeige, oder ich mache, wie gesagt, durchschnittliche Geschwindigkeit oder Gesamtstrecke. Zum Beispiel hier Gesamtstrecke, dann jetzt in dem Fall 2.500 Kilometer. Gehe ich nach links, dann zeigt mir links im Display an, was ich denn habe, keine Anzeige, oder das gleiche Thema wieder. Da kann ich dann zum Beispiel Betriebstemperatur reinmachen, so zum Beispiel. Dann habe ich auch wieder Schilderkennung, digitale Geschwindigkeit, in der Mitte Assistenzsysteme. Und kann das natürlich mit dem View verändern, kann aber da, wie gesagt, rüber switchen und kann mir dann auch noch, wenn ich in der Mitte anhalte, in der Mitte mir das verändern, was das anzeigen soll, ja. Dann kann ich jetzt zum Beispiel hier das Navi groß machen, oder Durchschnittsverbrauch und sowas, oder in dem Fall Assistenzsysteme, das nehme ich natürlich für Videos zum Testen, oder das Navi, gehe dann wieder eins nach rechts, dann bin ich hier drüben, gehe ich in die Mitte, kann ich es wieder in der Mitte verändern, wie gesagt, mit hoch, runter. Gehe ich nach links, habe ich für links die Möglichkeiten, mir das einzustellen. Ne? Dass ihr da mal eine Richtung habt, wie muss ich da was einstellen, unten rechts die Reichweite, dann unsere ganzen Lichter, die roten Markierungen sind nach vorne gesetzt, so 3D-mäßig, sieht cool aus. Oben links nochmal Assistenzsysteme, Travel Assist, ACC, Spur, Verlassassistent anzeigen, Außentemperatur, genau. Und wie gesagt, so kann ich mir dann praktisch einstellen, was ich möchte. Und das ist schon ganz cool. Oder drücke ich wieder auf View, habe ich es in Kreisform, ja, auch edel. Nach unten setzen, klein machen kann ich es nicht. Genau,
Das zum Thema kleines oder das serienmäßige mehrfarbige Display Cockpit, was man hier einstellen kann. Es zeigt dann beim Auto dann natürlich auch noch an, wenn Kofferraum oder Tür oder irgendwas offen ist. An, ich gehe wieder zurück und lasse mir Assistenzsysteme anzeigen für den Videodreh. Ja, das war's. Hier oben haben wir noch, wir haben Panoramadach mit dabei. Rechts sliden, Vorhang, links sliden, Panoramadach aufmachen. Und das ist ein richtiges, schaut euch das Video dazu an. Wir haben hier noch beleuchtete Schwingspiegel zum Aufmachen. Edel gemacht. Rahmenloser Innenspiegel, SOS-Knopf natürlich Serie, Touch für die Lichtbeleuchtung oder mit Touch ist es wieder aus. Genau, was vergessen. Ja, Mittelarmlehne ist serienmäßig mit dabei. Wie gesagt, hier, das fühlt sich alles gut an. Sitzposition ist mega. Materialien auch cool. Elektrischer Knopf für die Heckklappe haben wir hier noch. Kann hier auf und zu machen. Knie, Airbag, Lenkradhöhe, Länge verstellbar. Das Lenkrad fühlt sich wirklich richtig gut an. Ja, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was näher bringen. Was man alles machen kann. Es funktioniert schnell. Der Sprachmodus funktioniert. Schaut euch das Video an, Ambiente Video etc. So ein kurzer Einblick zum neuen Passat und so ein paar kleine Tricks, was man einstellen kann. Ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen Dank an die Autohäuser Weber für die Bereitstellung hier im Süden Deutschland. VW, Skoda, Audi, Cupra, Leonberg, Weilerstadt, Herrenberg und Kalf. Für diesen Testwagen und nächste Woche nicht vergessen, testen wir den neuen Tiguan. Okay, macht's gut. Bis dann, ciao.